Hier ist ein bisschen viel los, würde ich sagen. Bones, bist du da? Danke. Weil... ja, vielleicht holst du die Magie raus. Hey, du da. Das ging schnell. Oh, ich habe ja noch irgendwas gebraucht. Eisen war das. Einfach nur Eisen, stimmt. Ah, noch Muscheln haben wir noch mitbekommen. Endlich kriegt meine Waffe was zu. Gut so. Super. Das sind nochmal ganz andere Viecher unterwegs, ha? Huh? Hey, lass mir auch noch was übrig. Natürlich. Fast. Wie geblieben? Oh, nee. Nö, kann ich nicht mehr mitnehmen. Egal. Ist mir egal. Ah, hier ist eine... Okay. Aus deiner Haut machst du mir eine Mütze! Erledigt! Hier haben wir eine Höhle gefunden, wo eine... zwei Ratten sind. Okay. Löffel, Gabel, einbrüchiges Tagesbuch. Mein verzaubertes Tuch schützte mich vor all ihren magischen Waffen. Woher hätte ich wissen sollen, dass er mich mit einem einfachen Messer angreift? Ich sollte es hier in der Nähe verstecken. Achtung, jetzt komme ich! Okay, wo ist er denn? Der. Gut so. Gut. Was haben wir hier? Irgendwas? Ja, wir bekommen nur rohes Fleisch von den Viechern. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Na. Aha. Eins. Ja, es ist weg. Hast du gut gemacht bei uns. Hier ist nichts mehr. Schwerer Goldsack, ein Schmiedehammer, eine Schatzkarte. Oh, schön. Das blutgetränkte Tuch. Oh, wir haben sogar das blutgetränkte Tuch tatsächlich schon erhalten. Das ist ja was. Ich suche hier die ganze Zeit nach Eisen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Eisen für unsere Waffe. Vielleicht haben wir ja gleich Glück. Nö. Gut, denn, blopp. Also hier war jetzt erstmal nichts, wir müssen wahrscheinlich auf der anderen Seite suchen. Gibt ja so das ein oder andere, was wir noch finden müssen. Das ist halt leider kein Eisen, ne? Ich glaube, auf Kieler werden wir vielleicht noch glücklich, was das angeht. Weil hier habe ich, glaube ich, so gut wie alles mitgenommen. Hey, lass mir auch noch was übrig! Erledigt! Ich heil uns mal ganz kurz. Okay. Diese Viecher wieder. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Das ging schnell. Also ich muss schon zugeben. Ein dunkler Fleck unter Wasser. Und zwar ein schrecklich großer. Ein Seeungeheuer lauert uns vor der Küste auf. Gut, wir wissen ja, was zu tun ist. Dieses Ding scheint das schnellste und gefährlichste bisher zu sein, wenn du mich fragst. Zwei. Also mach dich auf etwas gefasst, wenn du in See stichst. Ist jetzt schon das zweite Vieh, was uns auflauert, plus morgen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. So, das war... Hey, lass mir auch noch was übrig. Das ist so weird. Gut so. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Nee. Das ging schnell. Okay.
hier mal gucken, ob wir dieses Buch da finden. Okay. Dem zertrümmer ich den Schädel! Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Erledigt. Okay, Magie. Beste. Treibgut. Hier scheint schon jemand gewesen zu sein. Ach, da vorne. Ein paar Spuren führen hier den Hügel hoch. Ja, bist du denn, Kumpel? Scheiß Mäfel. Beim Klabautermann wieder so ein Hirngespinst. Und übel riechend noch dazu. Hirngespinst? Reden kann es auch noch. Diese Dinger werden immer einfallsreicher. Okay, wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Interesse an einem Tauschgeschäft? Armer Typ. Na gut. Was willst du tauschen? Was wie? Warum sollte ich mit dir tauschen? Das Tauschgeschäft war dein Vorschlag. Oh, ach so, richtig. Also für eine Buddel Fusel und etwas Proviant gebe ich dir 200 Goldmünzen. Ich wusste, du bist verrückt. Na gut, 300 Goldmünzen. Aber dann will ich das Zeug auch sofort. Hörst du? Sofort! Hier dein Fusel und etwas Proviant. Und hier dein Gold. Trottel, da hat der alte Brian dich aber ganz schön über den Tisch gezogen. Ja, ich lass dich mal in dem Glauben. Du hast nicht zufällig ein spezielles Buch in deinem Besitz? Ein Buch? Aber ja, natürlich, natürlich. Hab's am Strand gefunden, als ich im Müll gewühlt habe. Oh, im Treibgut hier findet man allerhand. Gib mir das Buch. Ich tausche das Buch gegen Rum. Ich trinke keinen Rum. Nein, mein Herr, Brian trinkt nicht. Das ist eine Gollum. Also glaub ja nicht, dass du mir so billig davonkommst. Ich tausche das Buch gegen... gegen ein paar Muscheln. Genau, drei glitschige Muscheln will ich haben. Okay. Und strandfrisch müssen sie sein. Okay. Ich bekomme das Buch und du deine Muscheln. Abgemacht. Ich hätte wirklich Händler werden sollen. So pfiffig, wie ich bin. Aber sicher. Nein, Bruder, nein. Wo kann ich deine glitschigen Muscheln finden? Natürlich da, wo es Sand gibt. Geh einfach den Strand der kleinen Insel entlang und halte deine Augen offen. Aber nicht von den Muscheln naschen. Ich habe die noch nicht. Es gibt nochmal separate Muscheln genau dafür. Ist es dein Ernst? Oh. Ich gucke erstmal da drüben. Nur so normale. Okay, wow. Ich habe mir eben gefragt, was da leichter Gold sagt. Bisschen Gold, dies, das, Ananas. Ein roher Fisch kannst du haben. Glitschige Muscheln, Alter. Ich glaub, mein Schwein pfeift, ne? Aha. Was ist da vorne? Zwei. Eine normale. Okay. Drei glitschige Muscheln. Ich schwör's euch, das wird wahrscheinlich die schwerste Mission sein. Einfach nur, weil man diese drei blöden Muscheln nicht so findet. Oh, da vorne ist es noch was. Auf dem Boden, auf dem Belden. Hier ist soweit nix. Hier ist soweit nix. Normale Muschel. Normale... Glitschige, da ist er doch. So, wo hat er sich jetzt hinverzogen? Der gute Mann. Ist er hochgegangen oder? Wir wissen, dass er auf jeden Fall irgendwo lang gegangen ist. Das ist. War das seine Höhle? Ich glaube nicht.
Nö. Nee. Och Mann, das ist doch dumm. Sorry. Der ist hochgelaufen. Okay. Ach, das ist doch so dumm. Muss man dem jetzt noch hinterherrennen oder was? Na komm, wir gehen. Schnell. Also die Mission hat mich jetzt gerade schon ein bisschen schockiert. Gerade wenn man halt auch nicht mehr am Anfang ist, ne? Und am Ende des Tages muss man halt so eine leichte Mission machen. Ich meine, gut, wir hätten uns auch rumschleichen können und nicht kämpfen müssen, aber naja. Da geht's hoch, ne? Deswegen haben wir den nicht gesehen, weil er hier hochgegangen ist. Da ist er. Robinson Crusoe, du. Hier hast du deine glitschigen Muscheln. Bekomme ich jetzt das Buch? Klasse! Jetzt kann ich das leckerste Muschelmus zubereiten, das du je gesehen hast. Guter Mann. Wenn du länger bleibst, kannst du gerne etwas davon abhaben. Nein, danke. Mir reicht das Buch. Ist recht. Bleibt mehr für mich. Hier. Guter Mann. Ich frage immer, was ihr überhaupt hier macht. Was machst du hier überhaupt? Ich bin auf diesem einsamen Stück Erde gestrandet. Der Captain hat mich einfach über Bord geworfen. Mhm. Hab nur überlebt, weil ich das Regenwasser in meinen Stiefeln auffangen konnte. Schmeckt echt nicht gut. Warum haben sie dich vom Schiff geworfen? Der gute Brian hat ein wenig Mist gebaut. Ja, ja, das hat er. Was genau hast du verbrochen? Hab den Captain beklaut, lange bevor wir Land erreicht haben. Hat er natürlich sofort bemerkt und ich durfte über die Planke gehen. Dann trieb ich tagelang umher und bin hier wieder wach geworden. Hm, armer Typ. Dir ist aber schon klar, dass der Hafen von Taranis nicht weit von hier ist. Was? Nicht weit von hier ist ein Hafen. Aber da muss man schwimmen. Ich werde nie wieder schwimmen. Mhm. Außerdem will ich keinen Hafen. Ich will eine Höhle. Eine kalte Höhle. Für mich ganz allein. Ich habe eine geeignete Höhle für dich gefunden. Ach ja? Ich auch gerade denken. Wo ist sie? Gleich hier auf der Insel. Du musst nur ein Stück um den Hügel herumgehen. So, so. So wie ich das sehe, haust in jeder Höhle Viehzeug. Hast du das auch beseitigt? Ja. Da waren nur ein paar Ratten. Sehr gut. Die nächste Ratte, die sich in die Höhle traut, wird einen guten Braten abgeben. Dann los, los. Du hast doch nicht vor, sie zu essen. Natürlich. Man darf nicht wählerisch sein. Und da du mir geholfen hast, sollst du natürlich nicht leer ausgehen. Hier. Außerdem ernenne ich dich zu meinem ersten Offizier. Danke. Aber nein, danke. Erster Offi, was? Oh Gott, hier ist eine Truhe. Machen wir mal auf den Lachs. Was denn drin? Gold und Brot. Hey. Gut, das erste haben wir dann. Das heißt, wir müssen noch ein Buch suchen. Und das ist nicht mehr hier, sondern das ist irgendwo hier. So. Oh Mann. Das, was ich halt echt irre finde, ist, dass auf einmal alle alle Sachen, die eigentlich noch in der Zukunft passieren, wenn wir in See stechen, jetzt schon passieren. Das ist echt. Oh, Wirkkotz. Machst du das? Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach! Magie sicher. Oh. So, hey, Gordon. Was weißt du über Bücher? Was ist das denn für eine Frage? Meistens haben sie außen einen Umschlag und innen viele biegbare Seiten. Ich habe gehört, manchmal schreibt sogar jemand was da rein. Wie fühlst du dich? Abgesehen davon, dass ich vor lauter Arbeit kaum noch zum Essen komme? Gut, deine Fragen werden auch nicht klüger. Mhm. Hast du das Bedürfnis, schwarze Messen abzuhalten? Was? Was zur Hölle willst du von mir?
Du laberst ja fast schon so einen Schwachsinn wie Stanley. Ah, danke. Stanley also. Aha. Sehr gut. Danke für den Hinweis, Stanley. Wir haben ein Problem. Ist dir hier in letzter Zeit etwas aufgefallen? Was soll mir denn aufgefallen sein? Mir ist gar nichts aufgefallen. Mir geht es gut. Du hast nicht zufällig ein Buch gefunden? Buch? Was für ein Buch? Ich weiß nichts von einem Buch. Lass mich in Ruhe. Hau einfach ab, bevor ich wütend werde. Entspann dich. Verdammte Scheiße, lass mich in Ruhe. Ich muss nachdenken. Okay. Stanley hat ein kleines Problem. Ich rede mal mit seinem Kumpel Gordon. Was ist mit Stanley? Der verhält sich in letzter Zeit ganz merkwürdig. Er hat mich letztens richtig angegriffen, als ich mich seiner Truhe genähert habe. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich wette mit dir, er versteckt dort etwas. Irgendetwas, das niemand sehen soll. Ist es vielleicht ein Buch? Möglich. Keine Ahnung. Lass es mich wissen, wenn du etwas herausfindest. Mach ich. Wenn du vorhast, an seine Truhe zu gehen, solltest du vielleicht wissen, dass sie abgeschlossen hinter dem Haus steht. Ich brauche einen Schlüssel für Stanleys Truhe. Wie es der Zufall so will, habe ich seine Truhe gebaut. Klug gemacht. Ich fertige grundsätzlich für jedes Schloss, das ich schmiede, einen Zweitschlüssel an. Kannst du mir den Schlüssel geben? Wenn du den Schlüssel haben willst, muss ich dir etwas Gold dafür abnehmen. Oh, wie immer. Ich habe zu viele Schulden bei den Magiern, als dass ich es mir leisten könnte, ihn umsonst abzugeben. Oh, ja, danke. Gib mir Stanleys Truhenschlüssel. Hier hast du ihn. Aber verrate Stanley nicht, nein, dass ich ihn dir gegeben habe. Er wird nichts erfahren. Apropos, wir könnten ihn... Das steht hier hinten irgendwo. Da. Höchstwahrscheinlich. Rohstahl, Schädelblume und Rohstahl. Oh, wir haben sogar zwei Eisenerz. Sehr nice. Also, ich würde gerne nochmal ganz kurz mit Stanley reden. Zeig mir deine Ware. Ach, das war nur er. Okay, ich will mir erstmal diese Seite durchlesen, die wir gefunden haben von Stanley. Was hat er denn geschrieben, der gute Stanley? Schon wieder ein paar Bücher des Bösen. Alvito, das geheime... Notiz eines Nekromanten-Mix. Piratengeschichte, die Expedition. Rausgerissen. Aha. Ich habe diese Seite in deiner Truhe gefunden. Du hast was? Du warst an meiner Truhe? Ja. Gib mir die Seite zurück. Du wirst mein Buch nie bekommen. Gib mir einfach das Buch. Kann ich leider nicht vorlesen. Wäre cool geworden. Vergiss es. Das Buch gehört mir. Mir allein. Wenn du es haben willst, wirst du es mir aus meinen toten Händen reißen müssen. Wir können das sicher auch anders regeln. Ha. Eigentlich käme das nicht in Frage für mich. Aber als guter Geschäftsmann will ich dein Angebot annehmen. Oh, sehr gut. Für genug Gold würde ich dir sogar meine Oma verkaufen. Ha! Hier hast du das Buch. Gib mir das Gold. Oh. Wir geben's ihm. Hier hast du es. Wenn ich es mir recht überlege, ich will das Buch eigentlich nicht abgeben. Andererseits ist Gold auch nicht zu verachten. Nimm's einfach und geh. Ach, scheiß drauf. Ich geh mir von dem Gold einfach das Buch aus dem Gedächtnis saufen. Mach das. Gute Idee. Es ist kein gutes Buch. Einer ist schon gestorben. Und das war nicht so gut. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 8000. Oh, so profitabel. Ey, dann machen wir das doch. Guck mal. Dann sind wir doch schon mal gut dabei. Eines Tages wird... Ali war das. Kasim. Der Magier Erasmus braucht die Monolithensteine für seinen Reaktor. Kasim Nix-Steine. Du lügst doch. Du hast sie doch bestimmt irgendwo versteckt. Gaga, Homie. Nix mache Versteck. Kasim, ehrliche Gnom. Na schön. Dann hole ich mir die Steine eben selbst. Wie das? Du Nix wisse wo Steine. Glaubst du? Ich habe vorhin ein paar Gnome mit deinen Monolithensteinen spielen sehen. Oh nein. Ich meine mich nicht interessieren. Na klar.
Möchte ich wetten. Mhm. Omi, jetzt geh. Kasim hat zu tun.